Jo, da sind wir wieder mit dem nächsten Live-Play oder immer noch dem zweiten Live-Play. Wir hatten nur eine kurze Pause eingelegt und wir spielen immer noch Day of the Tentacle. Wir sind hier mit dem fetten Hoagie in der Vergangenheit gelandet und ja, haben so allerhand Spaß schon, ne? Kohlköpfe. Ich wollte es nur einmal sagen. Ja, wir haben Ja, allerhand wir Spaß sind hier und nicht bei Louis de Funès und seiner außerirdischen Kohlköpfe mit der Kohlsuppe, die immer zum Furzen anricht und den da oben vom Himmel holt. Also nein. ja. Ist auch ein Klassiker als Film. Müsst ihr euch mal angucken. Ich finde den so zum Schießen. Kenne ich auch nicht, müsst ihr nicht gucken. Ach, halt's Maul. Da wird Wir sind gesoffen, hier da wird Kohlsuppe gefressen, da wird Ruhe. gefurzt. Ruhe. Sag mal, Wir sind hier wie in der Ruhe, Küche hallo? oder was das da ist, glaube ich. Es sieht zumindest aus wie eine Küche. Ist das da Giftigkeit. eine Spüle? Es sieht aus wie eine Spüle, wie eine mittelalterliche Spüle oder kolonialzeitliche Echt Spüle. geil. Echt geil. Ich helfe dir hier Okay, gleich mit Ruhe, weißt du, ich bin hier der Host. Ich kann dich rausschmeißen, Junge. Also herrlich. Mach doch. Nee. Ja, Dann macht das Ganze ja keinen Spaß mehr. Rülpst. Weil ich Ja, kenne das eben. Spiel Und auswendig. ohne mich ist dann der ganze Humor in dieser Serie weg, weil du bist todlangweilig, du. Danke. Deswegen hat er mich geholt, liebe Klappe. Primo Games Schauer. So, jetzt kann man ihn nicht mehr hören. Ah, doch, man kann nicht wieder hören. Du gemeiner Hund. Ja. Ja, mal sehen. Aber Hier, der da in rülpst dem aber ganz Schrank. schön doll, oder? Ja, irgendwie ist ja auch unter irgendwie. Da, der Schrank, der hat da irgendwie eine komische. Öl! Ha! Öl, wir brauchen Öl. Hey, sag mal, yo. Jo? Sag mal, yo. Jo-Jo? Sag mal, Jojo-Bar. Jo-Jo-Bar? Ist ein Insider-Bully-Parade. Ronny, Lutz und Löffler, das sagt ja auch nichts. Musst du mal googeln. Ja. Müsst ihr alle mal googeln. Genau, verbreite den Wahnsinn überall übers Internet. Versteht keine Sau, aber egal. Und dann bei YouTube gucken. Einfach Ronny, Lutz und Löffler, Bulli-Parade, Jojoba-Öl. Es ist so genial. Und dann kommt natürlich auch Gustav, Gustav. Das performen die da auch, die drei. Ja, es Okay. ist. Ja. Ja, Bulli Parade ist klasse, muss man sagen. Richtig. Aber ich glaube, wir machen hier gerade mehr Schleichwerbung für Bulli Parade als für das Spiel, was. CrimeoGames.de, da gibt's die besten Let's Plays und vieles über Resident Evil. Reingeschaut. Oder ihr scheißt auf Primo Games und guckt lieber Day of the Tentacle, unser Livestream, weil er zwar auch auf Primo Games ist, aber egal, es ist Day of the Tentacle. Was besser ist Nochmal als Resident gerettet, Evil. du, nochmal gerettet. Was Meilen besser ist als Resident Evil oder Batman oder irgendein anderer Scheiß. Oder die Baphomets Fluch-Let's Plays, die sind auch top. Ah, nee, bloß nicht. Gibt's ja gar nichts hier. Was steht denn da hier in der Silhouette? In der, wo hier? Na, da im, ja, okay, gar nichts. Nix. Ich glaube, einer unserer Fans hat gerade uns was geschrieben. Ja, ich weiß zwar auch nicht warum, einer, der keinen Humor versteht, aber gut. Was hat er denn geschrieben? Das kann ich in diesem Livestream leider nicht vorlesen, wenn er jugendfrei bleiben soll. Egal, wir haben es nach 21 Uhr, alle Kinder sind im Bett, Sandmann war schon. Okay, fick dich von wegen Scheiß auf Crimo Games. Oh, ja. Ja. Sir, haben keinen Humor. Nee, egal. Ich werde dich morgen in der Schule schachteln. So. Ja, natürlich. Da hole ich mir meinen hier Kumpel da, den Patrick, und der schachtet dich dann. Und die Bockwurst? Die Bockwurst. Egal, du willst den Schrank da hinten aufmachen. Ja, wir wurden gerade nochmal angeschrieben, kann das sein? Ja, was war das? Danke. Bitte. Also den Schrank da oben kann man nicht gucken, da ist nichts, aber Ja, den man kann Schrank an kannst du. ihn hoffen. Und was ist dran? Ein Besen, oder was? Eine Bürste. Bürste. Kann man ihn einmal aufheben? Ja, vielleicht. Ja, kann man. Ah. Okay, jetzt fehlt uns nur noch Wasser, dann können wir irgendwas sauber Nö, machen. da müsste jetzt nur noch die Kalinke kommen und den. Zurück in die Küche. Ja, der Gag ist sowieso gestorben.
ja, wollte ich gerade so eine Anspielung auf dann nimmst du den Eimer und hältst ihn unter den Wasserhahn. Deine Gags sind eh nicht lustig. Ja, das war eigentlich eine Anspielung auf Ein Käfig voller Helden. Mit dem sächsisch-deutschen Lagerleiter Obersch Klink. In der deutschen Version davon hat er nämlich immer die Frau Kalinke gehabt, eine Putze, die ihn immer so ordentlich durchgebürstet hat. Yep. Kann man Seife mit Eimer kombinieren? Nee, nicht Eimer mit Seife, sondern Seife mit Eimer. Das Wasser ist jetzt seifig. Okay, kann man Bürste mit Seifenwasser kombinieren? Nichts zum Saubermachen da. Okay, gut. Aber jetzt haben wir wenigstens was wir sauber machen könnten. Ich weiß doch nicht, was schmutzig ist, aber wir haben was, womit wir sauber machen können. Ja. Doch schon mal etwas, ne? Genau, gehen wir mal raus. Dem Raum haben wir auch, glaube ich, alles soweit, oder? Ja, ich glaube schon. Aber... können wir nicht. Sag mal, mir fällt gerade was ein. Ja. Hier unser lieber Freund Bernard hat doch irgendwie so einen Vorschlag gehabt, ne? Ein Vorschlag? Welchen Vorschlag hatte er denn? Den mit dem Staubsauger in jedem Keller. Stimmt. Gibt's hier auch. Ja genau, da war ja auch. Wir wechseln mal ganz schnell. Gut. Wir sind wieder bei Bernard in der Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit, was auch immer. Ich gehe mal kurz auf die Toilette, ne? Ich komm kurz zum Chrono John. Da ist was im Chrono John. Chrono John, woher weißt du, dass es Chrono John heißt? Keine Ahnung, aber wir sind fertig. ja, und jetzt legen wir den Vorschlag in die Dingens da. Richtig. Unglaublich. Junge, ist das still hier drin? Vielleicht sind ja inzwischen irgendwelche Ideen in der Vorschlagbox. Eventuell sollte mal jemand nachsehen. Ich sage euch, ich habe eine Idee. Hat sie irgendwas mit Feuer machen zu tun? Nein. Ich dachte darüber Feuer nach, Feuer. Ob wir nicht die Vorschlagbox öffnen sollten. Meint ihr nicht auch? Sicher, George, wenn du meinst. Klar, wenn es für dich gut ist, dann auch für uns. Prächtig. Prächtig. Ich bin George Washington. Was wichtig, denkt er sich? Niemand Wichtiges war heute hier. Was könnte in der Vorschlagbox sein? Vielleicht lässt er sich selbst etwas einfallen. Oh. Hier ist ein Vorschlag. Da steht... ein Vorschlag, bin ich mal gespannt. George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger in seinem Keller haben sollte. Was meinen Sie, Gentlemen? Was immer du meinst, George. Dein Name steht da. Also hattest du wohl einen guten Grund, das vorzuschlagen. Ja, es ist so seltsam. Wird Demokratie gemacht, liebe Leute. So ist damals ab. Nun, ich hatte wohl meine Gründe dafür. Wenn niemand etwas dagegen hat, sollten wir das in die Verfassung aufnehmen. Ja, yeah, genau. Wir haben die Verfassung geändert. Niemand? Gut. So sei es Gesetz. So sei es Gesetz. Was ist ein Staubsauger? Flop. Ich weiß ja nicht, was wir damit sauber machen können, aber wir haben zumindest was zum Sauber machen. Wir haben einen Staubsauger. Nur kam mir der Keller nicht so ganz bekannt vor. Doch. Aber da waren wir heute noch nicht drin. Jedenfalls nicht in dieser Art von Keller. Nee. Glaube ich nicht. Dann gehen wir da hin. Meinst du, das war der Keller? Nee, das war der Keller in der Gegenwart. Okay. Ach, der Pinky, nee, Greenie hört immer noch laut Musik. Sieht aber ganz anders aus. Stimmt, dann war es vielleicht der Keller in der Zukunft. Bloß, da kommen wir irgendwie noch nicht hin. Da kommen wir sicherlich später hin, wenn wir weiter in der Vergangenheit und der Gegenwart vorgeschritten sind, denke ich mal. Ich weiß es nicht. Jo. Du bist hier der Profi, ich bin nur der... Kacke. Ich bin nur der geniale Kommentator.
der dieses Let's Play ungemein bereichert. Mit seinen brillanten Einfällen und ja, gehen wir mal zurück. Das mit der Klugspielung passte irgendwie gerade perfekt. Ja, danke. Bitte. Ich habe übrigens das Schild mal rübergespült. Ah, okay. Weil er sagte ja auch, dass der Laborkittel nur für Angestellte ist. Ach stimmt, und wenn er Hilfe sucht, dann brauchen wir den. Korrekt. Ich glaube, wir wurden gerade wieder angetextet. Was ist das? Ungemein. Gesucht? Leistige Aushilfe? Genie helfen? Nun, ich bin das einzige Genie hier. Und du siehst dumm genug aus. Also, nimm deinen Arbeitskittel und geh an die Arbeit. Geh an die Arbeit. Wir wissen zwar nicht, was wir machen sollen, aber einfach mal klauen. Alles klauen, was da ist. Ja, weiß ja, alles, was nicht nied- und nagelfest ist, ne? Richtig. So. Jetzt haben wir einen Laborkittel. Und wir haben Seifenwasser und wir haben nicht Öl. Öl, ja, dann hier, nimm mal. Ah, exzellent! Das brauche ich für meine Superbatterie. Mal sehen, vielleicht kann er doch noch. Ich will nicht. Och Mann, willst nicht saufen mit ihm? Oh, schade. Ja. Knallt nicht zu doll. gut, dann gehen wir wieder hoch. Ui. Unterdessen, dam dam dam. 400 Jahre später. Holt mich hier runter! Und sie hängt ja immer noch da oben. Hängt ja schon 400 Jahre lang. Ist so. So ist sie, ja. Du, das haben... ich glaube, wir gehen mal raus und säubern den Wagen. Der war doch, glaube ich, schmutzig, oder? Ja, Mensch. Fällt mir gerade ganz spontan ein. Dumm-di-dumm. Ach, welcher Zufall. Und es regnet. Und der Blitz kommt und... Sieht nach einem großen Sturm aus. Das ist der Grund, warum ich mein Auto nie wasche. Geht. Hey, Ben. Oh, du bist es. Wo gehst du hin? Was ist mit deinem Experiment? Auch die Wissenschaft wird manchmal durch den Regen aufgehalten, mein Junge. Aber wie willst du jemals einen Blitz einfangen, wenn du bei Sturm ins Haus gehst? Um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Ja, schön doof. Die Wissenschaft der Elektrodynamik ist offensichtlich ähnlich wie dein Gehirn. Es steckt noch in den Kinderschuhen. Also das, Kompliment oder Beleidigung? Zurück zum Zeichenbrett. Was für ein Genie. Na, wenn es vom Genie ist, dann ist es bestimmt ein Kompliment. Also, ich höre sowas häufiger. Okay. Gut. Dann hat er vielleicht seinen, Drachen dort liegen lassen. Da draußen, meinst du? Ja, dann gehen wir doch mal gucken. Richtig. Nee, Fehlanzeige. Leider nichts da. Schade. Ja. Wäre zu offensichtlich gewesen, glaube ich. Okay, das mit der Uhr da war auch offensichtlich. Das zählt nicht. Und irgendwie müssen wir es hinkriegen, dass aus Wein Essig wird. Ja, wie wird aus Wein Essig? Durch lange Lagerung. Verdammt. Wo lagern wir was lange? In der Zeitkapsel. Ah, ist natürlich ein Versuch wert. Mal sehen, ob er den guten Stoff haben will. Danke, das ist genau das, was ich für die Zeitkapsel brauche. Ich vergrab sie heute Nacht, dann ist sie für Jahrhunderte sicher. Zukünftige Generationen stehen in deiner Schuld. Na bitte. Hui. So, was können wir jetzt noch machen? Hat er das jetzt schon vergraben? Können wir uns das Holzstück nehmen? Können wir uns jetzt das Holzstück nehmen, um den Hancock hier schön feuern da Wintern zu machen? Ich glaube nicht. Und wieso? Wir haben dem doch die Weinflasche gegeben. Ja, aber wir wissen ja nicht, wo er sie vergräbt. Fragen? Yo, Tom. Thomas. Yo, Tom. Und, wie geht's der Zeitkapsel?
Nun gut, jetzt wo du den Wein dazu beigesteuert hast, werde ich sie heute vergraben. Tja. Ja, bis später. Bis später. Was? Was passiert später? Nix. Nix Wichtiges. Nö, nö. Gar nix. Ich geh mal nach oben. Aufzug. Ja, gut. Mach ich auch immer. Also, wenn ich irgendwie hoch will, dann nehme ich einen Kamin und zack. Ja! Wie den war doch so ein Kamin ist. Das sind, glaube ich, die Weihnachtsmann-Gene, die er hat. Er ist verwandt mit dem Weihnachtsmann, eindeutig. Ja, das ist sein Enkel wahrscheinlich. Onkel, Enkel, wer auch immer. Nicht so ganz so. Kann man denn einmal Wasser über den Kopf gießen? Nein. Pinky, denkst du dasselbe, was ich denke? Was denn, Ben? Naja, rote Farbe, gelbe Früchte, Kirschbaum. Das ist eine sehr gute Idee, Brain. Los, lass uns den Kirschbaum anmalen. Und ich mach mal jetzt ganz schnell noch was. Hört sich an, als hätte die Katze eine Maus gefangen. Eine Maus. Puh. So. Und jetzt? Alle die Betten. Nimm quietschendes Mäusespitze. Ich musste mal ein bisschen schneller zugreifen. Wie die Katze kommt, ey. Was für eine niedliche Miezekatze. Gut, dann gehen wir wieder. Ja. Runter. Was haben wir gemacht? Ach ja, stimmt, ja. Guten Tag. Warte mal, war hier nicht Franklins Zimmer? Ja, da müsste er mittlerweile drum sitzen. Hi, Frank! Keine Zeit! Ich mache Geschichte! Schön. Ja. Hi! Keine Zeit! Ich mache Geschichte! Okay. Ich verstehe nicht, wie sowas fliegen kann. Gehen wir raus. Ja. Raus, raus und runter. Tag, Ed. Ted. Nee, Ed. Nee, Ed ist der Sohn, der sitzt mit seiner Briefmarkensammlung in der Gegenwart. Ach so. Hat er die Mumie einen Namen? Ja, Ted. Ted. Der tote Cousin Ted. Ja, dann malen wir den Baum halt. Aber was? Das ist immer wieder interessant an solchen, Rob. Spielen, ne? Du hast allen möglichen Scheiß in deinen Hosentaschen. Ja, sind... Manchmal teilweise meterlange Gegenstände. In meine Jacke passt genauso viel rein, deswegen... Ja, du willst nicht wissen, was ich alles in meine Jacke habe. Nee, nicht wirklich. So besser. So, durch meine Innentasche, da ist nämlich das Futter so ein bisschen aufgerissen, da komme ich sogar in die Jacke rein, also in der Jacke drinne, wo das Futter das eigentlich ist, da liegt auch noch voll. Mal. Da hatte ich dann irgendwo... unten in der Nähe des Reißverschlusses noch ein Euro-Stück oder sowas hängen. Ja, ich hab da irgendwelche... Das hat immer auch schön geklappert, wenn... Entschuldigung. Klong, 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 klong. Kirschbäume, genau. Ich habe über die Kirschbäume nachgedacht. Idiot. Am Sinieren über die großen Wahrheiten, Nun? Würdest du mir mal demonstrieren? Ich wette, du hast es verlernt. Du könntest keinen Baum fällen, um deine Oma zu retten. Verlernt? Ich? Du weißt, ein Mann hat große Ich würde es dir schon zeigen, wenn ein Kirschbaum hier wäre. Aber wie du sehen kannst, gibt... Oh, Tada. Du ahnst es nicht. Da draußen steht ein Kirschbaum. Tja, dann lass uns das Ding mal umhauen. Juhu! Mini-Axt! Ich sagte, komm da sofort runter! Versuch es zu verstehen! Ich stecke hier fest in diesem... Baum. Autsch. Ja, voilà. Du bist schon ein echter Mann. Ja, ich weiß. Hat er den mit einem Hieb gefällt? Boah, will ich auch können. Einfach so. Klingelingeling. Wundergeil.
Lasst mich hier raus! Ich habe nichts getan! Ha! Irgendwas musst du getan haben, sonst wärst du nicht hier, oder? Du wärst draußen mit deinem Besitzer und würdest dich für die Show fertig machen. Show? Besitzer? Niemand besitzt mich! Ups, kein Besitzer, sagst du? Nun, mach dir darum keine Sorgen. Ich bin sicher, wir finden jemanden, der dich aufnimmt, bevor wir dich einschläfern müssen. Verdammt sei Dr. Fred! Hey, sie kennt das Motto der Edison-Familie. Das sieht aus wie Ed und Edna und Dr. Fred? Dr. Fred? Sind Sie das? Was? Du spinnst! Es gab keinen Fred in der Edison-Familie seit 200 Jahren. Der letzte Fred war eine Schande für die ganze Familie. Nicht zu vergessen für die ganze Menschheit. Also, wer sind Sie dann? Ed. Ich bin Seth Edison. Seth. Das ist meine Frau Sedna und mein Sohn Fred. Und Fred. Schön, euch zu sehen. Guten Tag. Wo bin ich? Du bist in dem einst stolzen Haus der Edison-Familie. Wir waren einmal die Herren dieses Hauses, so wie die Menschen mal die Herren der Erde waren. Jetzt sind wir die Sklaven. Die Haustiere. Und ziemlich schlechte, darf ich hinzufügen. Klappe. Oh, verzieh dich, du verzogener Nachtschwärmer. Schön. Okay. Wie war das mit der Menschenshow? Das Wie war das mit der Menschenshow? Zirkus und Spaß und... Es ist eine Farce. Genau das ist es. Eine Farce. Diese schleimigen Tentakel stecken Menschen in kleine Kostüme, machen schreckliche Dinge mit ihrem Haar und zwingen sie dann dazu, ihre grässlichen Talente unqualifizierten Preisrichtern vorzuführen, die Wochen vorher bezahlt wurden. Durftest nicht mitmachen, was? Sie meinten, Makramee wäre kein Talent. Diese schleimigen Riesenwürmer. Ich hab das gehört. Wie komme ich, Hier raus? Einfach rausgehen, würde ich sagen. Wenn ich das wüsste, meinst du, ich wäre dann hier? Ich bin jetzt müde vom Sprechen. Es war ein langer Tag und ich bin... nur ein Mensch. Dann gehen wir mal raus. Ja, eben. Gut, dann verschieben wir das mit dem Rausgehen. Ich habe mich gerade eines Besseren besonnen. Ja, ich bin Sadist. Ich merke das schon. Was spielen die da für Karten? Kann man da irgendwie was klauen oder geht zu Karten? Wahrscheinlich gezinkt. Moment! Sie dürfen betrügen, du nicht! Okay. Ja. Übrigens, was haben wir da für einen Gegenstand in der Hand? Ist das so ein Skalpell? Ich hab's doch geahnt. Kann man irgendwie einen von denen aufschneiden oder abstechen und dann so... Ich glaube nicht, dass es hilft, alte Männer zu töten. Noch nicht. Na klar. Noch nicht. Ich kann meine Genossen nicht töten. Ich kenne sie ja nicht mal. Ich kann meine Genossen... Ich glaube, aber die gegen alte Männer hast du kein Problem. Noch nicht. Ich glaube, die beiden betrügen. Lieber nicht stören. Sie betrügen sich gerade. Ja. Gut, ich glaube, da kommen wir nicht weiter, oder? Ich würde sonst zur Not mal mit dem da reden. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Juhu, was? Tentacle Guy. Ich will hier raus. Das ist eine Verletzung meiner Rechte. Freiheit für Rechte? Du bist ein Mensch. Du hast keine Rechte. Doch. Ich habe meine linke. Ich muss mal für kleine Tentakel. Haha, der ist gut. Man stellt sich vor, ein Mensch auf der Toilette. Okay, lass uns Gassi gehen. Gut, Menschlein. Erledige dein Geschäft. Okay. Freiheit. Klo! Guck mal, wir kommen ans Klo. Juhu! Können wir was runterspülen? Uns! Leer. Schade. Leer, oh! Der Stecker liegt daneben. Wie geil sie auch läuft. Ich glaube, das muss ich irgendwo reinstecken, aber es ist nicht lang genug. Ich kann Dr. Freds altes Labor sehen und sein Generator ist auch da. Ah. Puh, den könnte ich gut gebrauchen. Aber durch das Fenster komme ich nie durch.
Ja. Machen wir vielleicht irgendwas, was wir rüberschicken können? Brecheisen, ein Pulli, eine Kurbel, Zinte. Nee, Sparbuch. Können wir das Sparbuch in die Vergangenheit schicken? Besser nicht. Besser nicht. Nö, können wir nicht mal bewegen. Besser nicht. Schade. Tippex, ich sehe zumindest nichts. Und bei ihm? Mäuschen, Tinte. Was brauchen wir nochmal? Achso, um da durchzupassen. Nee. Sieht auch nicht so aus. Hammer. Nee. Na, vielleicht finden wir später noch was. Ja. Aber mir fällt gerade noch was ein. Ja? Sie sind brillant. Was für ein Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Sowas würde ich zum Beispiel dem Ben Franklin in die Hand drücken, dann wäre der aus dem Weg. Ich würde es jemand anders geben. Wem denn? Dem verzweifelten Selbstmordattentäter da oben. Stimmt. Ja, dann geben wir es unserem verzweifelten Selbstmordattentäter-Kumpel da oben. So, einmal Klospülung. Ich glaube, wenn ich Briefe wegschicke, dann immer ab ins Klo und... Leer. Ach so, ist leer, dann haben wir. Nimmt er das schon automatisch raus. Ja, dann ab hoch zum Heini. Ja. Spannende Musik. Baby. Okay, zur Tür. Komischerweise ist sie jetzt weiter offen als vorher. Echt? Ja, stimmt. Hey, hier ist ein Brief für dich. Für mich? Wahrscheinlich noch eine Absage. Na ja. Gut. Schlurf, 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 schlurf. Schlurf, schlurf. Sie sind schlurf. Brillant? Tolles Design? Kommen Sie sofort nach Baltimore. Okay, rein, Pistole klauen. Und raus, wa? Nö, wir gucken, was noch wertvolles dort ist. Mauselhaar. Es ist ziemlich klein. No. Ach, echt? Mein Vater hat auch so eins. Nett. Nett, ein Ding. Pantoffelkino Teleshopping, Wanda hier. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Das kostet 2 Millionen Dollar. Haben Sie eine Kreditkarte? Ich habe ein Nummernkonto in der Schweiz. Aha. Wie lautet die Nummer, Sir? Ups. Sie lautet 846. 427-35327. Es tut mir leid, hier steht, dass das Konto leer ist. Oh. Dude, aufgelegt. Einfach so abgewürgt, also ehrlich. Da kaufe ich nie wieder ein. Kundenservice. Das ist Amazon gewesen eben. Nee. Ja. Das ist fast so wie Meckes. Ja. Da gehst du zu Meckes, willst dein Geld, auch wenn es virtuell ist, da lassen. Und die machen es nicht. Weil die kein Kartenlesegerät haben. Kein EC-Kartengerät. Nee. Nee. Ah. In manchen Läden, und das sind hier gerade da, wo wir zur Schule gehen, der das ist ein größerer Laden. Nö. Kein Kartenlesegerät. Die haben sicherlich bestimmt auch ihren Grund, warum sie da kein Kartenlesegerät haben oder zulassen. Komm, wenn die mein Geld nicht wollen, also ehrlich. Ja, irgendwie das Geld nicht will, können. Ja. Zock. Ich hab mich dann mal bei Facebook auf der Meckes-Seite dann da drüber ausgemerkt, aber es kam keine Antwort. Würde ich nicht gekümmert haben, denke ich mal. Ja. Ja, jetzt haben wir eine Spaßpistole. Ja. Kann irgendjemand bedrohen? mit Türen eigentlich. Ist, ja. Mit mir selber geht nicht. Brecheisen, Gabel, Trichter. Haben wir irgendwas Schmutziges, was wir sauber machen müssen? Ich glaube nicht. Na, höchstens noch das Auto da draußen. Aber mir fällt gerade was ein. Bestimmt. Ich hab doch die alte Schachtel weggestoßen wollen. Ging noch nicht. Ah, richtig. Dann machen wir das jetzt. Ui, Eilmeldung. Purpur-Tentakel, Mann des Tages, des Jahres. Alles in einer Nacht übrigens, ne? Ja, ich bin fasziniert, wie schnell die Zeitung ist und wie schnell der die Weltherrschaft an sich reißt. Ja.
Ja, so. Schubsen, ja, siehst du, die Stadt ist anders und schubsen wir die mal, die nette junge Dame, weg. Nette junge Dame. Tschüss. Wie sagt man so schön? Wenn du die Welt retten willst, musst du ein paar alte Damen die Treppe runterschmeißen. Von wem stammt das Sprichwort? Keine Ahnung, aber es gefällt mir. So, und jetzt haben wir, glaube ich, hier freie Hand, wa? Ja. Zack, aufnehmen wieder. So. Okay, ja, machen wir das Ganze in Slow-Mo. Dr. Fred Edison, Steuerfahndung. Bitte kommen Sie mit. Wir würden gerne mal Ihre Bücher einsehen. Oben. Ah, ja. Ah, fix hier, schnell Replay und... Gott, Steuerfahndung. Also ich kann nichts erkennen, ich habe nur die 57 gelesen. Dr. Fred Edison, Steuerfahndung. Bitte kommen Sie mit. Wir würden gerne mal Ihre Bücher einsehen. Oben. Ich glaube, wir müssen das etwas langsamer gucken. Ja, auf jeden Fall. Also du bist ja mit den Knöpfen, also dreh an die Knöpfe. Gott, was ist das für ein Safe? 57. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir da hin. Ich liebe Comic-Grafik. Dr. Fred. Steuer. Fahndung. Bitte kommen Sie mit. Patrouille. Ja. Dann gehen wir mal hin und gucken uns das Ganze an. War es nach oben oder nach unten? Nach unten, ich will den Safe aufmachen. Keinem ist die laute Musik aufgefallen. Nö. Dann machen wir den mal auf. 101, 99 und... 101, 999, 57. Tada! Man kann es nicht öffnen, nimm. Angucken. Die Gruppe aus dem ersten Teil soll hiermit bekannt sein als... ein verrücktes Genie. Okay. Die Gruppe aus dem ersten Teil soll hiermit bekannt sein als... ein verrücktes Genie. Ja. Gut, suchen wir den Onkel Doktor. Onkel Doktor. Warum er da hin ist? Na, nach oben wurde doch irgendwie gesagt. Ja, nach oben, ja, ja. Da? Da ist er nicht. Nee, da. Auch nicht. Da? Da ist er auch nicht. Ganz oben? Vielleicht. Ganz oben an dem Tisch mit der Lampe. Weil die sehen so aus, so nach Good Cop, Bad Cop mäßig. Gut, dass wir Dr. Fred jemals eingewickelt haben, was? Das rote Band wird ihn ganz gut beschäftigen. Ist das ein W-390B-Sinnreport? Nein, es ist wieder ein 561 AB unangenehme Dinge Bericht. Hey, da kannst du nicht reingehen. Aha. Dann gehen wir runter. Sagt es nett. So. Nein. Was glaubst du, was die Dodgers machen? Was gibt's? Seid ihr Brüder? Wer ist euer Schneider? Bei der Steuerfahndung sind wir alle Brüder. Wer ist euer Schneider? Sehr witzig. Ja, schöne Uniform, würde ich mal sagen. Ja, eben, also was habt ihr mit Dr. Fred gemacht? Wir haben ihn jemand sicher verstaut, während wir seine Bücher prüfen. Ist aber toll, die Steuerfahndung. Nein, du kannst ihn jetzt nicht sehen. Irgendwas anderem zurück. Und denk nicht mal dran, irgendwie zu versuchen, ihn zu retten.
Ich schaue mich nur um. Okay. Bleib sauber, Junge. Oh. Na, gehen wir mal da unten wohin, wo der Kompressor ist. Sag mal, wann ist der eine Schuss für ein BF? Ne? Und so. Und du meinst von der anderen Seite reinschleichen? Ja. Halt den normalen Weg, wie man ein Haus betritt. Ja. Wenn man nicht gerade die Fenster einschlagen möchte oder die Tür eintreten möchte. So. Oh, die Kotze ist runtergerutscht. Ja. Hoch. Hallo. Ach, Doktor. Oh mein Gott. Entwirren wir den ganzen Mal. Oder sprechen ihn erstmal an. Rede mit Seil. Ja, mit Seil. Komm mal nicht. Dann mach erstmal Seillose. Wir sind ja gut in mit böse Sachen. Scheint ziemlich stark zu sein. Ja. Kann mich nicht. Und renn in die Tasche. Wupp. Dr. Fred? Schläft wohl noch. Oh. Oh oh. Hey. Wo ist er hin? Ah, da bist du. Ich kann das Bett durch das Guckloch sehen. Okay. Hey, sag mal, der sieht doch so ein bisschen aus wie eine Mumie, oder? Auf jeden Fall. Und das heißt? Naja, wir wollen Dr. Fred. Wir haben eine Mumie. Wir müssen ihn hier rauskriegen. Mhm. Wie stellen wir das an? Wir bringen die Mumie aus der Vergangenheit in die Gegenwart und Wieso aus der Vergangenheit? Haben wir auch eine in hier? Ja, und vor der Tür. Ach stimmt, ja, das Wasserbad. Jo, dann holen wir das Wasserbad, und ja. Müssen wir trotzdem noch das Wasserbad loswerden. Bloß, der ist ja weiß. Wir haben rote Farben übrigens in der Vergangenheit. Richtig. Haha. Du denkst mit. So, rote Farbe. Gut. Quatsch. Das Seil brauchen wir sicherlich für den Seilzug. Ich habe ihn gerade erst ausgewickelt. Haha, ich bin so schlau, unglaublich. So, halt. Na, erstmal, genau. Besser nicht. Nein, nicht nur. Ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. Warum? Na, okay, funktioniert nicht. Gehen wir erstmal runter und malen unseren Untoten. Ja, unsere Mumie an. Okay. Hallo, Clown. Ja. Dich bringen wir auch noch. Dein Blut ist das nächste. Ah. Ja. Dann tu dein künstlerisches Werk und das macht.